Lasst mir ein Like da. Oder ein Kommentar. Gut, ich bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Mal, euer Senseless. Bis dahin, ciao. Hallo und willkommen, hier ist wieder Senseless Survivor und ich begrüße euch auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Diesmal versuche ich mich in Apex Legends. Nicht sehr erfolgreich, aber es macht Spaß. Und ja, ach so, ja, ich habe ja in meinem letzten Video ziemlich viel, oder nicht viel, aber ich habe halt Müll erzählt, weil es spielen nicht 2 Millionen, sondern ein kleiner Unterschied, es spielen 25 Millionen. Sorry für diesen scheiß Fehler, tut mir echt leid. Ja, mittlerweile gibt es wohl, oder was heißt mittlerweile, es gibt wohl momentan Probleme mit den Hitboxen. Oh, hoch hier, nein. Blöde Kuh. Was? Ach, ich dachte, das war mein Kumpel. Nein! Gibt es wohl mittlerweile Probleme mit den Hitboxen, und zwar vorwiegend für Pathfinder und Gibraltar. Aber da, bei dem Fettsack hätte ich es auch erwartet. Was mich wundert, ja, Caustic ist ja auch nicht gerade eine schlanke Person. Angeblich ist Respawn Entertainment schon an der Sache dran und wollen sich halt des Problems annehmen. Weiß jetzt nicht, was das bedeutet, was die da genau machen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen. Oh, voll die Auswahl. Ja. Sorry. Was habe ich denn schon wieder vermisst? Okay, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Problemlösung. Ja, doch, ich kann es mir schon vorstellen. Es kann nicht sein, dass sie die Hitboxen anpassen. Wie soll das gehen? Sollen dann Caustic oder Gibraltar oder wer auch immer mit einer Hitbox von Lifeline rumrennen? Was ich mir allerdings vorstellen kann, wäre, dass man die Hitpoints entsprechend korrigiert. Okay, die sind raus. Das wäre so das Einzige, was ich mir so vorstellen kann. Weil es ist ja klar, große Leute haben halt mehr Fläche, die man treffen kann. Und wenn ich jetzt eine kleinere Hitbox wählen würde, was passiert dann mit dem Rest Körperfläche? Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich sehe da nur, wie gesagt, den Weg über die Hitpoints. Komm hier bloß nicht rein, du. Lasst mich in Ruhe, verschwindet. Ja, ein anderes Problem ist wohl ein Exploit, der den Rauch von den Granaten ja wegmacht, sodass er nicht für dich oder für denjenigen, der den Exploit nutzt, sichtbar ist. Das bedarf allerdings Manipulationen an den Spieldateien und davon würde ich die Finger lassen. Ich würde generell die Finger auf entschieden lassen. Aber sobald es sich, ja, mein Gott, das ist es nicht wert. Zumal das Teil auch einen Nachteil hat. Man sieht dann nicht mehr, woher die Schüsse, aus welcher Richtung die Schüsse auf dich abgefeuert werden. Und das wiegt es einfach mal meiner Meinung nach nicht auf. Zumal ich bisher noch nicht feststellen konnte, dass hier am Sekundentakt ja die Granaten um die Ohren fliegen. Klar, passiert schon hier und da mal eine Granate, aber dass das jetzt
so ein Eingriff in die, in das Spiel notwendig macht oder ja, einfach vergessen den Mist. Ja, habe ich eigentlich gut abgegriffen. Ich bin noch in der Zone. Das habe ich wieder für Müll eingesammelt. Ich könnte meinen Rucksack gebrauchen und Schulranzen. Noch ein anderes, eine andere Sache, was ich gelesen habe, war wohl, dass auch gedownte Spieler noch ihre Waffen nutzen können. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Es soll wohl auch ein Exploit oder Glitch sein, keine Ahnung. Wie gesagt, hat mir auch noch keiner berichtet, dass er das erlebt hat. Ja, ansonsten freue ich mich auf den Start der Season, die ja angeblich zum 1. März starten sollte, laut Gerüchten, was aber allerdings ja nicht passiert ist. Wie wir uns davon überzeugen können mit einem Blick auf den Kalender. Ich bin gespannt. Es wäre schön, wenn es diese Woche noch passieren würde, weil sonst auch der Zeitplan eigentlich nicht eingehalten werden kann. Also eine Season soll wohl 3 Monate andauern und das wohl auch schon so festgelegt ist, an in welchen Monat dann halt eben die Season switcht. Was neu in die, was mit der Season kommt, weiß ich nicht so genau. Mal gelesen, dass es einen neuen, eine neue Legende, einen neuen Charakter geben soll. Da nennt sich Octane. Ist wohl ein Adrenalin-Junkie. Keine Ahnung, was der kann. Und möglicherweise eine neue Waffe. Ich lasse mich da am besten mal überraschen. Mit dem Season Pass weiß ich noch nicht, ob ich mir den holen werde, da ich das Spiel nicht so oft spiele, weil ich halt einfach mal grottenschlecht bin. Warte ich ab mit dem Season Pass und welche Bedingungen daran geknüpft sind. Du kannst, glaube ich, wieder bis Level 100 hochspielen. Ich muss mal sehen, wie die das dann lösen, ob die das machen wie bei Fortnite, dass du halt so tägliche Aufgaben hast oder Weeklies, die man erledigen muss und dadurch halt eben die nötigen Punkte sammelt. Und wenn, wie die Aufgaben gestaltet sind, wenn da sowas ist wie töte ein komplettes Squad. Ja, habe ich durch Zufall schon mal gemacht, aber es war wirklich reiner Zufall. Ich hatte halt den Peacekeeper in Gold. Und die armen Schweine waren halt noch unfähiger als ich, glaube ich. Hatte ich dann mal einen Squad, aber das mache ich halt einmal und nie wieder, so schnell jedenfalls. Ja, dann muss ich sehen, was da ist. Also bei Fortnite, wenn ich jetzt das Beispiel nennen darf, ist es ja halt so, dass du verschiedene Modi hast. Und ich mache die Aufgaben gern halt in dem Modi Team Rumble, weil du dort halt wieder schnell respawnst und deine Aufgaben dort leicht zu Ende bringen kannst. Wir haben hier ja keine Modi und von daher könnte es schwierig werden für mich, hier Aufgaben durchzuziehen. Und ein anderer Punkt ist, dass auch noch niemand weiß, was der Season Pass eigentlich kosten soll. Also für mich, ich selber warte ab, was da auf uns zukommt und wann es auf uns zukommt. Freue mich natürlich, klar, eine Season ist immer eine feine Sache, immer ein Neuanfang und ich mag es halt. Ja, das ist, steht schon mal außer Frage. Ich spiele Seasons eigentlich in jedem Spiel, was ich zocke, wenn es dort angeboten wird. Ja. Wir werden halt sehen. Ich habe noch 2 Minuten Zeit. Ach, dann warte ich hier halt nochmal.
Wie gesagt, ich bin gespannt, wie die das mit den Hitboxen lösen wollen und wann endlich die Season startet. Ich glaube, das geht vielen oder den meisten so, gerade den Leuten, die das Spiel ja richtig suchten. Nee, ich dachte, ich hätte jetzt Schritte gehört. Ja. Ich lehne mich hier entspannt zurück, hock mich hier hin. Ich krieg noch früh genug aufs Maul. Ja, das war's eigentlich heute, was ich so. Two enemy squads left. Easy. Ach du Scheiße. Da sind ja noch zwei Squads übrig. 1 minute Oh until Mann. ring close. Ja, noch schnell, was ich heute noch gelesen habe, war sehr lustig. Was heißt lustig? Es war okay. Der erste Bug-Bounty-Millionär Ring's not that far. hat jetzt nichts mit Gaming zu tun, aber ist trotzdem recht interessant. Wurde ausgemacht, der Typ heißt. Moment. Der Typ heißt Santiago Lopez, kommt aus 30 seconds until Argentinien, close. hat mit dem Bug-Bounty 2015 angefangen. Ist 19 Jahre alt und jetzt, wie gesagt, Millionär geworden. Also, falls das hier mit meiner Apex-Karriere nichts werden sollte, dann Only 10 seconds kann ich left. mich ja immer noch als Bug-Bounty-Hunter versuchen und dort meine Kohle scheffeln. Ja, das ist nicht schlecht. Also, man muss wirklich. Oh, da war einer. Dieses Bug-Bounty-Programm, die heißen Hacker One, die Plattform hat mittlerweile 42 Millionen Dollar ausgezahlt an die Hacker und Sicherheitsforscher. Eigentlich eine recht stolze Summe, zumal der Arbeitsaufwand, was ich so gelesen habe, für die Hacker bei 10 bis 20 Stunden liegt. Die meisten wurden mit 10 bis 20 Stunden angegeben und für die Zeit ein kleiner Nebenverdienst ist eine Idee, über die man nachdenken könnte. Vor allen Dingen die jungen Leute, also die meisten liegen, glaube ich, so zwischen 18 und 24 Jahren, wurde das Alter angegeben. Ja, für Leute, die sich darin gern mal versuchen möchten. Vielleicht eine lohnenswerte Sache. Okay. Gut, dann verabschiede ich mich für heute und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Schaut mal wieder rein. Falls es euch gefallen hat, dieser stümperhafte Versuch, in Apex Fuß zu fassen, lasst mir ein Like da. Oder einen Kommentar. Gut. Ich bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Mal, euer Senseless. Bis dahin, ciao.